Hallo, willkommen zum neuen Video. So, ich bin jetzt immer noch an der gleichen Lokation wie beim letzten Video. Welches ich jetzt zuerst veröffentliche, weiß ich noch nicht. Das ist abhängig davon, wie ich zeitlich zum Schneiden komme. In einem der letzten Videos habe ich euch ein günstiges Buschkraftmesser gezeigt. Das ist dieses hier. Wer mag, kann mal in meinen Videos nachschauen. Da werdet ihr ein kleines Video, was allerdings Indoor war, wo ich euch das Teil gezeigt habe, könnt ihr da mal schauen. Und ja, jetzt werde ich mal das Ding natürlich in der Praxis nutzen, damit ihr auch seht, dass das nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis funktioniert. Let's Schnitz! Beißt sich richtig schön ins Holz rein. Das ist jetzt hartes Kiefernholz. Soll ich sagen, das funktioniert alles super mit dem Teil. Sehr gut. So, wollen wir mal ein bisschen hacken mit dem Teil.
Ja, auch das funktioniert ganz gut. Hat eine ordentliche Klingendicke. Wenn man das hinten angreift, relativ weit hinten, hat man auch relativ guten Zug drauf. Das funktioniert schon ganz gut. Und meines Wissens nach ist das auch 42A konform, heißt Klingenlänge unter 12 cm. Da müsst ihr aber echt nochmal in der Videobeschreibung gucken und auf die Seite des Händlers gehen. Da findet ihr dann die genauen technischen Daten. Mir macht das Ding total Spaß. Okay, das ist jetzt ein richtig steinharter, also wirklich steinhart, Kiefernast. Aber selbst bei der Buche, das habt ihr ja gerade gesehen, funktioniert das super. Okay. Wie auch im letzten Video, da ich immer noch an der gleichen Stelle bin, finde ich auch immer noch nichts zum Betonen hier. Da bis auf diesen ungefähr 4 Meter langen Kiefernast wirklich alles andere hier morsch ist. Sonst hätte ich euch das gerne gezeigt. Hier ein paar kleine Späne zu machen. Da ich euch gleich noch was anderes zeigen möchte. Funktioniert echt super. Richtig günstiges, geiles Messer. Ja, es muss nicht immer teuer sein. Ich hoffe, das reicht. So, ihr habt gerade gesehen, ich habe jetzt hier ein paar Späne gemacht aus diesem Stück von dem Kiefernast. Ich hoffe, es ist trocken genug. Werden wir gleich sehen. Ja, mein neuestes Tool ist ein Feuerstahl. Und ich
zeige euch das Teil jetzt einfach mal, wie ein Feuerstahl aussieht, wisst ihr. Dieser Feuerstahl hat allerdings keinen Griff. So, der wird genau so geliefert. Ist 20 cm lang und glaube 1,2 oder 1,3 cm dick. Also das sollte eine Weile halten. Wird geliefert genauso mit diesem Bändchen dran und diesem Striker. Ja, mal testen. Der ist jetzt noch absolut neu, noch nicht benutzt. Und mal gucken, ob das Teil funktioniert. Der Messerrücken ist übrigens scharf genug. Jetzt müssen wir erstmal die Schicht abmachen. Diese schwarze Schicht, das ist eine Oxidationsschicht. Die muss natürlich erstmal runter, damit das Teil funktionieren kann. Und wieder mal ein Flugzeug. Ja, das reicht noch nicht. Ja, langsam wird sich hier was. Auf jeden Fall funktionieren tut das schon mal. Ja, ich sag mal so, der Feuerstahl funktioniert super. Das Holz leider nicht. Scheint wirklich alles, ja, alles leider zu feucht zu sein. So, ja, nicht immer funktioniert alles. Ja, also mit diesem Holz keine Chance. Okay, aber ich denke, ihr habt gesehen, der Feuerstahl funktioniert super. Ihr mal einen kleinen Größenvergleich noch habt, Feuerstahl zu dem Messer, nochmal einen Handschuh dazu,
Also, es ist ein riesiges Teil. Hält wahrscheinlich den Rest meines Lebens. Und kostet unter 20 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob der Händler die Preise noch anpasst. Mein Preis, also was ich bezahlt habe, waren glaube ich 15, 16, 17 Euro, irgendwas in dem Dreh. Und ich verlinke euch das mal auf eBay. Ja, schade, dass es mit dem Feuer, mit dem Entzünden jetzt nicht so geklappt hat, aber es ist einfach alles viel zu nass hier.